Besinnlich gaben sich auch die Mitglieder des Gesellschaftsvereins zum Laternl im Gasthaus Steiner. Gar fern am stilles Waldessaum, da steht ein junger Tannenbaum. Der Wind streicht durch sein grünes Kleid. Wie lange wird ihm noch die Zeit? Da plötzlich kam zum grünen Tann mit blanker Axt ein finsterer Mann. Der schlägt zart auf die Tanne um, sagt nicht wohin und nicht warum. Zum Laternl hat eingeladen, eine langjährige Tradition bereits. Diesen Verein gibt es mittlerweile mit heuer 55 Jahre. Einer der ältesten Vereine, die wir haben in Schwechat. Und es ist schon Tradition, die letzten Jahre schon, dass ich immer hier bin, weil es ein nettes Zusammenkommen ist. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde wieder, wo wir Menschen sind. Hier gibt es noch traditionelle Weihnachtslieder. Ich denke, es ist ganz schön so, nicht nur, wie es ja oft bei Märkten und ähnlichen Veranstaltungen der Fall ist, einfach sich berieseln zu lassen, sondern ich denke, Feiern lebt davon, dass man auch selbst etwas tut, selbst mitsingt, und das ist hier sehr intensiv der Fall. Und ich steuere gerne das meine bei, dass ich gitarremäßig begleite dazu. Und heute kein Jingle Bells und vor allem auch kein Santa Claus. Mag sein, dass es auch mit dabei ist, aber es gibt andere Lieder, die doch mehr unserer Tradition entsprechen. Ich denke, wir können von anderen Kulturen sehr viel Gutes annehmen, aber ob es gerade das Jingle Bells und das Santa Claus ist, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil wir aus unserem Hintergrund, unserer Kultur, aus unseren christlich geprägten, denke ich, doch einiges mehr zu bieten haben als irgendwelche oberflächliche Verkaufsschlager. Der Weihnachtsmann ist ein solcher. Das Rot-Weiß ist nicht eine gute Idee der Tradition, sondern ein Markenzeichen von Coca-Cola, das sie umgehängt haben. Da bleibe ich lieber beim Christkind, und das ist weniger verkaufsbezogen und dafür inhaltlich tiefer. Das wird Thema sein, das vergangene Jahr zu replizieren. Und das Schöne daran, hier singt man noch echte österreichische Weihnachtslieder miteinander, und das ist immer recht gut.